Yes, mach mal Lärm für die Show! Sehr gut, ihr braucht gar keine Show. Willkommen zu 03 Comedy. Ich bin Dani Luis. Ich werde euch durch die Show führen. Ich bin ein Alpha-Male, ein Löwe. Genau, rede ich mir jeden Tag selber immer ein. Wir haben heute 5 wundervolle Comedians für euch, 3 vor der Pause, 2 nach der Pause. Das heißt, wir machen eine kleine Pause von 10 Minuten zwischendurch, 10 bis 15 Minuten. Da könnt ihr was Schönes trinken gehen, rummachen, Sex machen, Pornos drehen, alles schon passiert. Lasst mich die Kamera halten, genau. Aber bevor wir anfangen mit der Show, will ich immer das Publikum ein bisschen näher kennenlernen. Deshalb einmal Nico Special Effect. Nehmen wir mal wieder aus. Nein, mach an. Wir haben ja oben Gesichtskontrolle gemacht. Sehr gut. Wow. Wer war denn schon mal bei mir bei 03 Comedy? Mal Applaus. Dieser Erfolg. Wow. Sehr gut. Wer zum allerersten Mal bei einer Stand-Up-Comedy-Show? Mal Applaus. Also es war ein bisschen zu euphorisch. So gut wird es auch nicht. Also hast du gesehen, die schon hier waren, waren so, ja, das wird eine gute Show. Das denken wir schon. Also so gut wird es auch nicht. Aber geil, er hat schon sein drittes Bier. Ja, für dich wird sowieso gut heute laufen, Alter. Du wirst alleine schlafen gehen, aber... Also, wie heißt du, mein Freund? Kai. Kai, wow, der 3,9 Promille spricht aus dir. Wen hast du mitgebracht, Kai? Andi. Andi und Kai, Mann, wie Zeichentrickfilme. Wo kennt ihr euch? Aus der Jugend. Wo hast du dieses Selbstbewusstsein, oder hast einfach nur hohe Stimmen, bist du erkältet oder so? Nee, Alkohol. Alkohol, nee, Alkohol. Wir wissen alle, dass du blau bist, Mann, Kai, Alter. Du bist der, nee, wer war Kai? Ich. Beide so ich. Die sind so blau, die wissen nicht mal, wer ist. Alter. Wie geil seid ihr denn? Woher kennt ihr euch, ihr Blaumacher? Ja, aus der Jugend. Aus der Jugend? Wo kommst du? Du hast schon gehört, wie Hitlerjugend, Alter. Was? Aber so alt seid ihr noch gar nicht, weil, Alter. Zeitreisende. Nee, wo kommt her? Schleswig-Holstein. Ah, ich hätte auf Ostdeutschland getippt. Ist das Ostdeutschland? Nee. Ich teste euch nur. Ich weiß, das ist nicht. Wie heißt euer Stadt? Dorf? Itzehoe? Ja. An der Stör. Was hier los ist? Eine Stadt, Land, Fluss? Alter, was? Sicher, jeder ein Kommentar. Ich kenne auch einen Namen mit S, Mann. Bleib cool. Bleib ganz cool, Mann. Ist das an der Stör? Ja, was ist Stör? Ein Störmfried? Ein Fluss. Ah, ich dachte Stör. Mann, du hast meinen Witz kaputt gemacht. Störmfried, Stör. Verstehst du? Egal, wenn man einen Witz erklärt. Wie viele Einwohner hat euer komisches Dörfchen? 30.000. Jetzt spiel mal mit. Die sind so, heute gehen wir auf eine Comedy-Show. Und wir werden die Show sein. Du wirst sehen, wir müssen an einen Strang ziehen. Wir machen den fertig da vorne. Weil wir sind die lustigsten Menschen, die wir kennen. Ja, Mann, Chuck Kai. So geil, vor allem er macht nicht mit. Wie viele Einwohner habt ihr? 300.000? Er sagt 10. Ah, oh, mach doch mal mit, Mann. Oh. Ihr habt euch alle, ja, du hast, da war ein Unsicherheitsfaktor. Und zwar Kai, weil er besoffen ist. Verstehst du, hättest nicht gedacht, dass er so, guck mal, er macht. Kennt ihr Leute, die getrunken haben, die sind so blau, die machen schon so Schweiß vom Kopf, Mann. Sehr geil. Was macht ihr in eurem komischen Dorf da? Wie heißt es? Itzehoe? Ja. Itzehoe, Alter. Jetzt hast du. Guck mal, man merkt, wer Englisch kann, wer nicht. So. Er guckt noch so. Na, was ist los? It's a hoe. Was? Google mal, mein Freund. Ich weiß nicht, ob deine Freundin erlaubt, weil da wären ein paar... Ich wollte was Schlimmes sagen, aber ich will mich erst langsam steigern, bevor ich hart werde. Ihr seid voll... Die doppeldeutige Fraktion hier vorne. Ich schwöre, ich hab's nicht so gedacht. Die haben direkt in meinen Schritt geguckt, wo ich meinte, bevor ich hart werde. Das ist mein Holzpenis. Wer ihn noch kennt, Alter, sehr gut. Nein, ist mein Handy, Mann, ist mein Handy. Mein Penis ist viel weiter unten. Sie guckt schon wieder, Mann. Hör mal, Alter. Ich mach gleich einen MeToo-Skandal mit dir, Mann, Alter. Ich hab noch nie eine Frau hier rausgeworfen, Mann. Sehr gut. Gehört ihr zusammen hier, zu diesen komischen Besoffenen? Gott sei Dank, nein. Nein, ich sag, warte, ich bleib cool, wir bleiben noch mal kurz bei Itzehoe. Ich kann das nie wieder so sagen, dass es normal klingt. Itzehoe. Also, was wäre so eine Situation? So, du läufst Reeperbahn und sagst, who are you? Ah, nee, I'm a ho. Scheiße, klappt nicht. Ja, egal. Du läufst den Puff rein, Itzehoe. So, und sie sagt, ja, ich komme aus Itzehoe, ja. Was machst du in komischen Itzehoe? Sag nicht Table Dancer oder so. Ich bin
Du reparierst Windkraftanlagen? Ja. Ist das diese Hohn mit diesen Propeller und so? Genau die. Du kletterst da hoch. In deinem Zustand. Wenn der nicht morgen BZ, letzte Seite. Mann hängt an Windrad. Wie geil ist das? Dich lassen die da arbeiten. Wie geil ist das denn, Mann? Hey, Bro, wie hast du das bestanden? Gehört deinem Vater das Windrad oder was? Der Vater, dem gehört das Stück Land, wo das Windrad, die haben gesagt, und einer Bedingung kann er hier machen. Mein Sohn repariert die Windanlagen. Der Nichtsnutz? Ja, das ist mein Nichtsnutz, mein Sohn. Wie hoch musst du da steigen? Hast du gesehen? Sogar Männer wären so, wer ist dieser Single-Mann? Also, wer ist dieser mutige Mann, der keine Angst hat vor Drogen und vor Höhe? Also, krass, Mann, Alter. Wenn du da eine Home mitbringst nach oben, das wäre der höchste Sex der Gesellschaft. 120 Meter, ist das so, klettert man so außenrum oder gibt es so drinnen so einen Tunnel oder Fahrstuhl? Fahrstuhl, wirklich? Fahrstuhl. Digga, du siehst gar nicht so reich aus, Alter. Fahrstuhl und dann drückst du welchen Stock? Alle? Nee, gibt's nur einen? Ja. Es gibt nur einen Stock, ist voll geil. Das ist wie Penthouse für dich, wa? Verkaufst du den Frauen in Itzehoe, den Frauen sagt er, ja, willst du mal zu mir kommen, Baby, ich bin im Penthouse. So, ja, mein Fahrstuhl geht nur zu mir. Der hält nirgendwo, du wirst sehen. Er drückt so wirklich so 50 Sekunden, die kommen raus, so eine ganz kleine Kajüte. So. Du kannst rausgucken, Schatz. Hä? Was machst du da? Ich werde langsam härter, ich habe euch gesagt. Also. Bro, wie kann jemand immer über härter, wenn ich härter, die lacht nie. Aber wenn ich sage härter, hart. Ich werde euch viel noch verkuppeln, ihr passt so krass zusammen, Mann. Einfach genauso viel blau seid ihr. Hast du eine lustige Geschichte von da oben? Ich glaube, das war nur in deinem Kopf lustig, Alter. Ich glaube, gute Aussicht, wa? Du bist voll tiefenentspannt. Keiner kann dir zuhören, auf jeden Fall. Also, keiner sieht dich, ja? Er fährt auf so ein 6 Milliarden teures Windrad und geht oben kacken, Alter. Was ist für ein Mensch, Mann, Alter? Was ist ein Mensch? Aber wahrscheinlich, Toilette ist auch gleich Küche, wa? Also, du kackst und dann drehst du so dein Schnitzel. Und dann kackst du und dann, das so, und dann schläfst du. Kann man da oben auch schlafen und so? Nee. Wie viele Quadratmeter sind oben? Kommt auf die Anlage drauf an. Er muss im Stehen kacken. Oh nein. Was sagst du? Im Hocken. Sag, wie viel Quadratmeter ungefähr? Zwischen 20 und 80. 20. Guck mal, wie viele Berliner da jetzt einziehen wollen, Alter. Die sind größer als mein Wohnung, als mein Zimmer. Direkt unter dem Mietvertrag. Bro, du bist Single Nummer 1 gerade aufgestiegen, Mann. Du warst erstmal kacken, warst du hier unten. Jetzt bist du hier oben, Mann. Mietvertragswohnung. Wie geil ist das denn? Sei ehrlich, ich muss dich jetzt eine ehrliche Frage stellen und du musst ehrlich sein, auch wenn du besoffen bist. Hast du schon mal eine Miete mit nach oben genommen? Nein. Einen Typen? Auch. Deine Eltern, Familie, irgendjemand? Du bist da ganz alleine. Was machst du da den ganzen Tag alleine? Außer kacken. Nimmst du so Heftchen mit? Gibt's da oben Internet? Da gibt's kein Internet? Dir ist langweilig? Du bist wie dieser Castaway, Mann, so allein auf einer Insel. Wie lange musst du da? Ich liebe deine Lache, Alter. Richtiger Trennungsgrund, Alter. Nein, ihr seht nicht, er hat auf gar keinen Fall Beziehung. Nein, voll süß, hör auf. Nein, Spaß, wir brauchen genau sowas. Sag mal, also was machst du da? Wie lange musst du da oben sein? Grunzt du gerade? Ich schwöre, wir haben alle Zootiere immer hier, Alter. Sie ist unser kleines Ferkel. Mach einmal das Ferkel. Mach so, wie du im Bett machst, wenn ihr zusammen seid. Sei mein kleines Ferkel. Okay. Jetzt wedel du mit den Schwänzen. Komm, grunz einmal. Jetzt geht's dir wieder gut. Alles klar. Ist die Ferkel? Du siehst eher aus wie Ferkel. Du siehst wie so 17-jähriger FDP-Politiker aus. Also. Steht mal kurz auf, ihr beiden. Dreht euch mal um, Mann. Dieses Pärchen. Wow. Wie viele von euch werden jetzt wegen den beiden FDP wählen? Wahnsinn. Aber bleibt cool, ich bin nochmal bei den zwei. Mann, hey, damit die anderen wissen, von wem ich rede, unsere super Single, ihr seid auf jeden Fall Singles, oder? Nein. Diesmal lügt er, komm, hör mal. Steht mal beide auf, Kai und Pflaume, zählt mal auf, dreht euch mal um. Mal Applaus für die beiden. Und ich mach das Windrad einmal. Das ist so geil, so spricht der Frau.
Okay, aber du hast da keine Frau. Das erste, was ich machen würde, ich würde eine Frau da hochnehmen. Ich würde sagen, guck mal, Baby. So. Und wenn es einfach wäre, wie viele leben denn jetzt so, jetzt wirklich? Ich kann dieses Wort nicht mehr. Ne? 30.000. Aber ist, wo reparierst du die? Alle in Itzehoe oder außerhalb? Komplett Schleswig-Holstein gehört dir? Du bist Schichtleiter? Ja. Alles klar. Wie lange bist du Single? Ich bin kein Single. Ah, schlau. Also, paar Kommentare habe ich verstanden. So, Paul, viele Frauen waren von der Tasche. Oh nein, die Wohnung ist mir durch die Lappen gegangen. Aber sie war so schlau. Ich verstehe diesen Kommentar, weil du bist da schlau. Bist du seine Frau? Das ist schlau. Sonst hättest du zu Hause schön mit Männerwindrad gekriegt um die Ohren. Du hast doch versucht, ihn zu kriegen. Er hat davon. Wie zu kriegen? Ey, ich bin auch vergeben, Alter. Das ist eine Fangfrage. Was ist eine Fangfrage? Ah. Schlaufrage, ja. Ich stelle nur Schlaufragen. Wie kommst du jetzt darauf? Ich stell. Bist du Single? Nö. Nö. Du hast richtig Bock, nicht Single zu sein. Nö. Aber, ich bin kein Nazi, aber, ich bin nicht Single, aber, ich würde gerne mal auf dem Windrad. Warte mal, nochmal kurz Applaus für die zwei Jungs. Speziellster Mensch auf der Welt. Ich würde erstmal grunzen und jetzt applaudiert sie so. Mann, zu euch komme ich noch, Schokolade zum Schluss. Also. Was ist da los, Ladies, seid ihr Ladies? Ich habe meinen Joke nicht verstanden, Mann. Hab ich was nicht Schlaues gesagt? Nee, jetzt gibt's ja auch It's a Hose, Mann. Deshalb vielleicht, seid ihr Ladies. It's a Ladies. Tut mir leid. Ihr seid Best Friends Forever for Life. Das ist sofort. Alter. Auf jeden Fall. Sie macht Schulter drauf. Auf jeden Fall. Sehr gut. Wie lange kennt ihr euch schon? Oh. Seit dem Abend im Windrad mit ihm. Also, die 20 Quadratmeter haben wir durchgenommen. Nee, aber wie lange kennt ihr schon ungefähr? Was für ein Verhältnis steht ihr? Best Friends for Life? War richtig? Die da. Welche? Die sind ein Pärchen und sind beide deine Kinder? Nein. Oh Mann, ich weiß, es ist Halloween-Folge heute, aber... Nee, die gehören, wie gehören die beide zu dir? Unsere Mütter. Unsere Mütter? Ja. Und ihr seid zusammen und eure Mütter... Nein. Wir sind auch zusammen. Hä? Das ist schlau, was du gesagt hast. Richtig schlau. Ja. Wir sind auch zusammen. Nee, warte, erklär du mir. Komm, du bist FDP, komm. Ja, wir sind nicht zusammen. Aber es ist meine Mutter, das ist ihre Mutter. Ach, ihr seid nicht zusammen? Nein, wir sind nicht. Wollen die nicht euch verkuppeln? Erlauben die nicht? Nein. Ist so. Und ich mach voll die versauten Witze hier mit dem. Man kennt sich, achso, weil ihr euch auch lange kennt? Ja, ja. Ja, also habt ihr euch schon nackt gesehen? Ich denke nicht. Guck mal, sie sagt, ich denke nicht und er war so. Also, als du einmal baden warst bei uns, ich habe durch die Spion geguckt, aus Versehen. Ich wollte meine Schnürsenkel zumachen. Spion war genau in meiner Höhe. Und ich habe die Schnürsenkel nicht zugekriegt. Alter. Sehr gut, seid ihr minderjährig und so? Nee. Gott sei Dank, okay. Sehr gut. Aber hat er nicht mal Angriff gemacht? Er kann gar nicht. Weil es geht. Er kann gar nicht? Weil... Ich hypnotisiere bei der Kamera. Ich bitte, ihr seid ein Paar in Wirklichkeit. Guckt weiter auf das Band hier. Jetzt küsst euch. Wer ist dafür, dass diese Küsse? Los, auf die Backe. Komm, Freundschaftskuss. Komm, auf die Backe. Ja, war so. Und sie so. Oh, Mann. Wie geil ist das, Mann? Die Mutter wollte Foto machen, verändert. Oh, wie schnell die groß werden. Er hat jetzt Penis. Und wer geht zu wem? Bist du von wem bist du die Mutter? Bis wem bist du der Sohn, Mann? Ja. Das war sehr schlau von mir. Das wird mein Running-Gag. Was? Ich soll raten? So schwer, ihr seid im Dunkeln. Ich würde sagen, weil ihr es so chronologisch hingesetzt habt, deine Mutter und dein Vater. Nein. Nein, leider falsch. Genau, andersrum? Ah, okay. Wo kommt ihr her, ihr vier?
Natürlich, Entschuldigung, wow. Nach Itzehoe ist cool, aus Berlin zu sein. Wow, den haben wir es gezeigt. Aber was macht ihr in Berlin? Wie? Wie? Oh, du bist voll Käste Göre. Wo war die Mutter? Die hier? Oh, ihr passt so krass zusammen. Oh mein Gott, sie war die von. Ja, das ist mein bester Freund. Was willst du machen? Krass, Mann. Richtig nach deinen Mitteln erzogen. Wo sind denn die Herr Papas? Das hört sich voll komisch an. Die Herr Papas. Ich habe noch die Mordzeit von Papa gesagt. Habt ihr schon mal Papas gesagt? Papas oder Papas? Diskussion ausgelöst. Papas. Wo sind die Papas? Die gucken Football? Na klar, Entschuldigung, du, sie auch, na klar. Wir sind nach Klaus in Berlin, na klar, American Football. Digga, die Birne fällt nicht weit vom Apfelbaum, Mann, hätte. Das ist ja krass. Und warte mal, okay, und ihr seid Geschwister, die gucken Football zusammen, die sind auch befreundet? Nee. Oh, Beef, Streit? Nee. Die mögen sich einfach nicht. Nee. Aber die gucken Football, seid ihr sicher, dass sie Football gucken? Haben die erzählt, wa? Weil wenn ich erzähle, dass ich Football gucken gehe, gucke ich Football. Also, ich bin Football. Mach bloß für diese kuriose Familie, Alter. Bombe, ich könnte unendlich weitermachen, aber wir haben ja noch Comedians da, die auf euch warten und eine zweite Hälfte, da werde ich mir die anderen ein bisschen vorknüpfen. Genau, alle gucken schon wieder auf den Boden, kein Problem. Nein, in der zweiten Hälfte bin ich immer ein bisschen entspannter und nicht so hart. Genau, ich mag etwas noch so, das habe ich erst vorhin erfunden, und zwar, was wäre denn so ein Fake-Lachen? Macht mal ein Fake-Lachen. 1, 2, 3. Wie gut ihr das könnt, Alter. Wir haben das noch nie benutzt. Was wäre so ein Ausrasterlachen? 1, 2, 3. Ich merke schon, nur die erste Reihe macht mit, Alter, und ein bisschen zu gut. Was wäre so, ihr seid in der Oper und seid so ein bisschen so, wie heißt das, typiert? Wie heißt denn das Wort? So, kaschiert? Pikiert, bisschen pikiertes Lachen. 1, 2, 3. Ich liebe diesen Schauspielkurs hier vorne. Ihr habt gerettet für alle anderen. Sehr gut. Dann möchte ich einmal, dass ihr euch, jeder dreht sich jetzt nach links und sagt demjenigen, der links steht, links, der von einem links ist, guckt nach rechts. Also, der, also so Pärchen beide. Ihr guckt alle nach links und sagt, du bist so süß. Und jetzt drehen sich die anderen um. Jetzt drehen sich die anderen nach rechts um und sagen, du Perversling. Wie geil ist das denn? Er sagt, man guckt sich nicht an, du hast das Spiel nicht verstanden, Mann. Sie hat in seinen Hinterkopf gesagt, du Perversling. Bei euch passt es irgendwie, Alter. Sehr gut. Geil, Mann. Nico, kannst du bitte Licht ausmachen? Dankeschön. Wow, Mann, ihr seid so geil. Ich fange schon an zu schwitzen. Überall auch im Schritt, Alter. Das ist, ja. Ja, schon wieder gucken alle dahin. Was erwartet euch? Zieh dich aus, oder? Sehr geil. Bevor wir wieder die Comedians hochholen, muss ich noch den Rest kennenlernen. Nico, einmal wieder Special Effect. Dankeschön. Wow. Alle noch da, alle noch gut. Bei euch Streit? Noch nicht. Mann, du bist krass wie deine Mama. Wow. Haben wir Verluste? Guckt mal alle nach links und rechts. Fehlt jemand? Ich liebe die, die an der Außen sitzen, gucken nach die Wand an. Nein, also die Wand war schon vorhin da. Also komische Farbe, aber ja. Sehr gut. Was mich immer interessiert in meinen Shows, ich suche so besondere Hobbys oder besondere Berufe. Also verratet mal euren Partner, weil selber trauen sich die Leute mal nicht. Oh, hier geht's schon los. Ist es so? Ist es, hab ich recht? Was macht sie? Jetzt kommt's. Jetzt, was machst du? Ich bin in der Freizeitbranche. In der Freizeitbranche? Boah, so würde ich immer so, wenn meine Mutter sagt, was machst du in deinem Raum? Ich sage, hab Freizeit. Ich unterhalte mich mit der Freizeit. Was machst du, was ist denn Freizeitbranche? Bist du angezogen in deinem Beruf? Ich muss sagen, was ist für eine Freizeit, Alter? Was ich in meiner Freizeit mache, wollt ihr nicht wissen, Alter. Nein, ich bin nur in so einem... Leider? Oh, das wird, wie du die Geschichte aufbaust, das ist voll spannend, Mann. Ey, ich würde jede Staffel mit dir gucken, Alter. Okay, nein, ich bin in so einer Miniaturausstellung, aber zu unserer Firma gehören halt auch Dungeon und Heiligen. Warst du schon mal hier? Ja? Ihr wart schon tausendmal. Ich hab euch wiedererkannt. Ja, ihr seid Dungeon und Dragons, also...
Wir haben einen Miniatur-Heidepark, was auch immer das ist. Heidepark, so für kleine Mäuse, so. Du setzt dich auf so ein Karussell, so schön, Tierquälerei. Geil. Scheiße, dich kenne ich ja schon, Mann, Alter. Wer kann das toppen? In was? In einem VR-Museum. VR? Virtual Reality. Dankeschön, Klugscheiße, ohne dich hätte ich nicht gewusst. Das war mehr ein Begeisterungs-VR und nicht VR, was ist das? FDP-Politiker, Alter. In meinem Virtual Reality Museum? Museum auch noch? Ja. Hä? Du wolltest nur verpfiffen. Ich weiß, die werden immer verpfiffen. Das ist Konjunktiv 3. Warte mal, so stelle ich mir das vor. Also, der sitzt zu Hause, nackt und er kann nackt sitzen, man sieht ihn ja nicht. Und er setzt diese Brille auf und da sind noch andere auf der ganzen Welt, die auch diese Brille aufhaben. Sag mir, wenn ich falsch liege. Und ich liege schon falsch? Liege ich jetzt schon falsch? Alter. Nur er sagt, nein, das schaue ich mir an. Alter. Mal sehen, wie dumm er das zusammengestellt. Okay, dann stelle ich meine Version vor und ich war noch nie in dieser VR-Welt, Meta, keine Ahnung. Okay, und dann gehe ich da in dieses Museum und ich sehe dich als so Figur. Du siehst aus wie du, bloß halt, wie soll ich das erklären, so wie gemalt, keine Ahnung. Und du zeigst dann so denen die langweiligen Sachen im Museum einfach von zu Hause aus. Er hat bis zu diesem Moment gewartet. Er ist so dumm. Dann kriegt er diese Lache. Okay, was erstmal, was ist vom Museum? Was kann man da sehen? Guck mal, die hier vor der Wende geboren, ja? Voll verraten. Aha. Oho. Aber wie kann ich das sehen? Ich habe gar keine Brille. Ich habe nur diese Lesebrille. Erklärt euch nach der Show. Ist das der gleiche, der vorhin mit der Mütze, der Milf Hunter? War das überhaupt diese Show? Ich weiß gar nicht. Nein, das war in der anderen Show. Wir hatten einen Milf Hunter. Das sind Milf Busters, aber Milf Hunter. Warte mal, aber was gibt's da nochmal? Ich habe schon wieder vergessen. Voll ADS. Ah, DDD. Ah, okay. Und das ist für Leute, die den Weg nicht nach Berlin machen wollen, die gucken sich online an. Und du bist aber selber auch online, der Führer? Der Führer, oh ja, gefährlich. Was, das? Ach, das ist doch im Gebäude? Das ist aber dann nicht VR, das steht für was anderes, VR. Völkerrechtliche Genossenschaft. Hm? Du hast dort die VR-Brille und dann sitzen die dort auch in diesem Gebäude. Seh nur ich den Fehler? Du bist doch schon da, guck dir doch normal an, Alter. Wie dumm ist das denn, Alter? Ich will doch der Realität entfliehen und ich bin... Das ist so dumm. Das ist so wie, ob jemand so die VR-Brille so für Sex so Porno gucken will, aber denkst, wirklich erst im Puff einfach. So. Er darf niemanden anfassen, so alle sind da, aber erst nur nein. Oh, ja, so geil, ist wie echt. Ohne Sinn, also gibt gar keinen Grund. Also warum? Also ich dachte, das ist so extra, damit man so von zu Hause das alles machen kann. Bester Argument, Mann. Dabei ist wirklich im Puff, Alter. Also. Geil, Hans, ich mach's nur fürs Geld. Ey, wenigstens ehrlich, Alter. Er versteht das auch nicht, aber also, wenn die mir Geld geben, wenn diese ältere Generation nicht versteht, warum VR-Brillen überhaupt da sind, so, okay, ich setz den einen VR-Brillen auf und dann, das Geile ist, jetzt kommt's, die VR-Brillen sind keine echten VR-Brillen. Die haben vorne einfach nur so ein Glas drinne. 10 Euro mehr! 10 Euro mehr, das gönnen wir uns heute. Wow, so echt, so real. Wow. Oh, oh, oh. Oh, ist so krass. Ah. Wow, die sind wirklich voll fortschrittlich. Ey, wer will den mal da besuchen gehen? Applaus. Er wird uns alle verarschen. Egal, Mann, Dicker, es muss so langweilig sein. Alter. Das ist so schön, aber es ist so dumm, wie man Menschen um Geld bringen kann. So. Vorher gab es ja noch so Tourguide, verstehe ich ja, dass die so übersetzen oder so, aber so VR-Brillen, um zu erklären, was gerade in diesem Raum ist, ist halt, das gibt sowas von gar keinen Sinn, Mann. So, das ist schon der schlauste Mensch, der das erfunden hat und dafür Geld kriegt, weil das so geil. Ich werde das auch machen mit Comedy-Show. Ich werde euch auch diese alle Brillen mit Glas und... macht das Sinn? Nein, genauso wenig Sinn halt.
Ich bin kein Geschäftsmann, ich bin kein geborener Geschäftsmann. Sehr geil, Mann. Applaus für diese VR-Pornobrille dann. Also, das wird schon schwer zu toppen, also, weil der ist ja wie Enkeltrickbetrüger. Also, wer kann das toppen mit seinem Beruf? Komm, haut einen raus. Oder Hobby ist auch gut. Vorhin war in der Show ein 6-Jähriger, der Parkour gemacht hat. Komm mal, sie fragt ihn so, ist dein Hobby cool? Sag ruhig. Ist das okay? Hey, vielleicht hat das nur dir verkauft als cool. So, Schachspieler. Ich bin im Spielmannszug. Im Spielanzug? Spielmannszug. Spielmannszug? Ja. Ich fand meins besser, mein Wort. Also. Spielmannszug? Mann, ich schwöre, das hört sich an, als ob ich das gerade erfunden habe. Ich fahre Motorrad und gehe Windsurfen. Dankeschön. Ich habe mich voll dumm gefühlt, aber ihr habt das, mein, was ich gedacht habe, habt ihr einfach ausgesprochen. Drei Hobbys. Was? Es waren drei Hobbys. Ach, Spielmannzug ist auch eins? Ja. Digga, musst du uns sagen, wir warten die ganze Zeit, dass du Spielmannzug erklärst. Was ist ein Spielmannzug? Ja, circa 30 Mann, Trommel, Flöte, Lira, Spielführer. Und dann die auf den Volksfesten spielen und so. Ach, ihr seid diese Bolivianer, die überstehen mit diesem... Spielmannzug, ja. Du hast aus dem Bolivianischen ins Deutsche übersetzt, Spielmannzug. Ja, auf Spanisch einfach Puta Madre. Nee, aber was für eine Art von Musik ist das? Volksmusik, Karneval. Guck mal, er ist sauer, also Volksmusik. Ja. Volksmusik, Karneval? St. Martin. Achso, auch so auf lustig ein bisschen. Für mich ja Volksmusik lustig. Ist ja, ich hab das immer als Comedy verstanden, also... Das nimmt doch keiner ernst, oder? Alter. Volksmusik, Alter, ich bitte euch, das hört doch keiner hier, Alter. Das ist doch Spaß, das ist Comedy, einfach nur anders. Das ist nicht meine Comedy, aber ich finde es manchmal lustig. Nee, aber was macht ihr so? Also zum Beispiel, hast du eine Flöte? Ich spiele Querflöte, ja. Spielt deine Freundin auch diese Flöte? Nein. Eine andere. Eine andere, wow! Wow! Es wäre so geil, Plot-Twist, er holt so eine andere Flöte raus, so eine kleine. Das ist ihre. Nochmal Plot-Twist, das ist sein Penis, der Kleine. Das ist nicht. Wie eine Pfeife, ist wie eine Trillerpfeife, wenn ich ihn einblase. So. Nee, geil, Mann, wie groß ist so eine Flöte ungefähr? Reden wir noch von Flöten? Er sagt so, kannst du deiner Freundin verkaufen. Hast du vielleicht eine dabei? Wenn das stimmt, das ist das Randomste, was jemals auf dieser Show passiert ist. Ich frage ihn, ob er eine Flöte dabei hat. Er so, nein. Aber sie so, ich habe eine dabei. Bitte hol die Flöte raus. Hol die raus. Also ihr seht es nicht. Für mich ist es, sie hat irgendeinen Gegenstand rausgeholt und einfach so mit dem Mund zu machen. Damit sie nicht so doof darstellt. Aber ich finde es voll krass, dass es wirklich die Größe von seinem Penis hat. Also das ist halt... Zufälle gibt's, Zufälle über Zufälle. Das ist der Wahnsinn. Nein, Mann, ich meine den schlaffen Zustand. Ist krass, gibt es Leute, die im erregten Zustand kleiner haben als im Schlafen? Das wäre hart. Also das ist... Ja, wäre dumm. Wäre blöd, also das war... Ist so wie, du wartest Ferrari und dann kommt so kleiner Twingo. Geil, Mann. Ich muss nochmal zu dir, das ist voll kurios. Spielmanns, wie hieß das nochmal? Zug. Ah, ihr seid so hintereinander alle? Tut. Irrenanstalt, wir sind der Spielmannshof, ja. Heute gehen wir raus, Karneval und zu Volksfest, ja, da sind wir. Und das ist eigentlich seine Betreuerin. Ihr seid da 30 Leute, alles Männer oder auch Frauen? Auch Frauen, ja. Auch Frauen? Und ihr werdet immer gebucht für Veranstaltungen oder sowas? Genau. Und was war die krasseste, größte Veranstaltung, wo ihr wart? Das ist alles nur lokal. Lokal? In einem Lokal? Einfach nur in der Kneipe, bei Papa. Das halt. Sonst will das doch gar keiner hören. Volksmusik. Das sind meistens Dorffeste, so zwischen 200 und 1000 Mann. 200 und 1000 Mann. Hatten wir nicht jemand aus dem Dorf? Hatten wir schon jemanden? Ja. Ich komme aus dem Dorf. Itzehoe! St. Joris! Itzehoe! Warst du schon mal in Itzehoe? Nee. Okay, wo warst du? Wie heißt dein Dorf? St. Joris.
St. Judas? Ja. Hast du mich beleidigt gerade? Was ist denn? St. Judas, wie viele Einwohner habt ihr? Ungefähr 800. Und davon sind spielen. Die haben 20 im Dorf, die so, wow! New York aus Deutschland! Eines Tages schaffen wir machen so eine Rundreise in St. Petersburg. St. Joris. Du gibst da, habt ihr einen eigenen Akzent? Wo ist das? Welches Bundesland? Aachen. Aachen-Akzent? Nordrhein-Westfalen. Nordrhein-Westfalen, okay. Ja. Warte mal, und ihr seid 800 Leute und davon sind 30 in diesem komischen Verein, wo du bist? Ja, mittlerweile nur 20. Wir waren mal 60. Ihr wart mal 60, mittlerweile 29? Mittlerweile 20. Mittlerweile 20, wird immer weniger? Ja. Letzte Mohikaner bist du, ja? Der letzte deiner Art. Aber gibt es in anderen Dörfern auch sowas oder nur in eurem Dorf? Bei uns in jedem. Also so in jedem Dorf? In jedem Dorf, ja. Ach, das ist so ein bekanntes Ding? Wir haben den drittgrößten Rosenmontagszug in ganz Deutschland. Nein! Wir denken das so viel. Er sagt, da sind 12 Leute. Also, das ist der drittgrößte. Der erste hat 100 und wir sind auf Platz 3. In der Kommune, wo ich wohne, in der Stadt. In der Kommune? Du wohnst in einer Kommune? Natürlich. Dicke, jetzt weiß ich, die sind alle so einfach so in Zelten und so auf dem Land. Spielen Flöte und so, ernähren sich von Luft und Liebe. Also. Geil, mal Applaus für diese geile Spielmannslust, Alter. Sie hat einmal eine Flöte, Alter. Der Flöte spielt, hat keine und sie hat eine Flöte, Mann. Alter. Das ist Wahnsinn. Aber eine Sache wollte ich noch fragen. Flöte, ich weiß nicht mehr. Ich werde dich privat anschreiben und dich auf gar keinen Fall buchen. Was? Wir haben über Kommentare geschrieben? Das zählt so, als wir haben geschrieben? Oh. Steh auf. Wo hast du das? Selbst gemacht. Oh. Zeige. Steh mal auf, dreh dich mal um, Alter. Ja. Ey, ganz ehrlich, normalerweise würde ich die verklagen mit 10 Anwälten, das ist einfach mein Match. Aber das ist die geilste Aktion für Spielmannsclub, Alter. Was sagst du? Du hast keinen Merch-Shop. Ich werde einen machen, allein wegen dir, Mann. Geil, du hast mich motiviert. Wie geil ist er denn? Wie konntest du es verstecken? Du warst wie Superman gerade, hast du gesehen? Er macht voll. Jetzt spielt er nicht mehr im blöden Verein. Jetzt ist er 0-3-0. Eigentlich bin ich Groupie, aber nicht so einer. Nicht so einer, geil. Du hast ein bisschen falsch gemacht. Er hat gemacht, Leute, die so Augenbinder haben, aber die Dings ist so. Perverslinge. Geil, Mann, nochmal Applaus für ihn, Mann. Jetzt liebe ich ihn wieder, Alter. Wir machen einen Deal. Ab jetzt liebe ich ihn wieder, aber er darf nie wieder über diese Flöten erzählen. Das ist mir zu hart. Sehr gut. Nico, kannst du ja wirklich schon sagen. Merkt man, dass ich auch Spaß habe? Merkt man? Ja, okay, danke. Weil ich lüge. Ich bin Schauspieler. Nein. Geil, Mann. Habt ihr Bock auf die zweite Hälfte?